Herzlich willkommen bei Fettspielen. Ich bin Miri und spiele heute für euch das Browser-Game Carpi Farm. Dieses Game könnt ihr übrigens auch auf Fettspielen spielen und wenn ihr das auch mal ausprobieren möchtet, dann müsst ihr einfach hier unten auf den Button drücken und dann gelangt ihr direkt zum Spiel. So, ich habe mich gerade registriert, habe mir den Namen Fett Miri gegeben. Ich nehme mal an, dass da oben bin ich. Hallo Fett Miri, herzlich willkommen bei Carpi Farm. Als Begrüßungsgeschenk bekommst du 50 Carpi-Taler, damit du gleich loslegen kannst. Das ist aber nett. Dankeschön, wer auch immer die mir gerade geschenkt hat. Als erstes zeige ich dir, wie man Radieschen pflanzt. Klicke dazu auf ein leeres Ackerfeld. Dann klicke ich mal auf ein leeres Ackerfeld. Hier bist du im Saatgutshop. Klicke jetzt auf Gemüse. Klar, Radieschen gehören zum Gemüse. Hier ist das Gemüse Saatgut. Klicke jetzt auf Radieschen. Dann kaufe ich mal Radieschen. Jetzt kann ich da wahrscheinlich einfach da drauf drücken. Genau, klicke einmal auf das Feld, um zu pflanzen. Klicke erneut, um zu gießen. Das gibt Punkte und die Pflanze wächst schneller. Klicke ein weiteres Mal, um zu düngen. Auch das gibt Punkte und die Pflanze wächst noch schneller. Nochmal geklickt. Ist die Pflanze reif, kannst du sie mit einem Mausklick ernten. Dafür bekommst du erneut Punkte. Okay, ist das jetzt reif? Ja, genau. Da kommt hier so ein kleines Schäufelchen. So, jetzt habe ich meine ersten Radieschen gepflanzt, gesät und geerntet. Gut gemacht. Du hast nun genug Punkte, um eine Stufe aufzusteigen. Zur Belohnung bekommst du von mir Wasser, Holz und Steine. Klicke? Wegen dem Hahn. Genau. Ja, klicke auf Level Up. Dann mache ich das mal. Um die nächste Stufe zu erreichen, benötigst du folgende Rohstoffe. Wasser. Okay, ich habe alles. Genau, Voraussetzung erfüllt. Level Up. Gut gemacht. Bei jedem Level Up werden neue Pflanzen oder Tiere freigeschaltet. Schließe jetzt das Fenster. So, Fenster geschlossen. Pflanzen und Tiere kannst du an Kunden verkaufen, die täglich auf deiner Farm erscheinen. Klicke auf den Traktor. So, da werde ich mal meine ersten Radieschen gleich wieder verkaufen an den Reinhold Valdez. Super, ich habe 2 Carpi-Taler erhalten. Wo sieht man die? Das sind meine Coins. Ah, das sind die Carpi-Taler. Okay, 51 habe ich da bis jetzt. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Tutorial abgeschlossen. Zur Belohnung erhältst du 500 Carpi-Taler und 3 Coins. Das ist aber sehr nett. Danke, du Hahn. Bestelle deinen Acker und bediene deine Kunden, bis du genügend Punkte erreicht hast, um ab Level 5 den Marktplatz freizuschalten. Oh, da bin ich ja schon ganz gespannt, was mich da erwartet. Schließen. Ja, das muss ich dann irgendwann machen, meine E-Mail-Adresse bestätigen. Das habe ich jetzt nämlich nicht gemacht. Spiele jeden Tag und erhalte folgenden Bonus. Okay. So, was wächst denn hier? Reifezeit aller Pflanzen auf dem... Ah, okay, kann ich die Reifezeit also komplett verkürzen. Wenn ich jetzt ganz viel gepflanzt habe, dann kann ich das schneller machen. hier kann ich Freunde werben. Was kann ich hier? Gibt es den Stall, den kriege ich aber erst ab Level 12. Ich bin gerade bei Level 1. Hier, das Farmhaus. Was gibt es denn hier Schönes? Zum Ziergarten, betrachte deine Achievements, zum Puzzle, oh, was nennt es? Ich gehe mal zum Puzzle. So, ja, genau, das Spiel ist von Apias, wie man klein hier erkennen kann, fällt gar nicht auf. Vervollständige das Puzzle und erhalte den Ziergartengegenstand Wilde Rose. Oh, okay, das muss ich dann, wahrscheinlich muss ich die irgendwie sammeln, diese Puzzleteile. Alles gießen, ja, super. Also es ist nur für Premium-User, das hier, dass man da alles dann gleichzeitig gießen kann. Ich gehe jetzt aber mal in den Shop und werde Kartoffeln anpflanzen. Die deutschen Kartoffeln, genau, die sind wichtig. 3 Mark gleich und nochmal Radieschen. Die haben sich vorhin so gut verkauft. Zack, zack. Jetzt wird hier gewässert. Jetzt mache ich das mal alles auf einmal. Genau, dann geht es nämlich alles viel schneller. Nicht genügend Dünger, jetzt kaufen. Nein. So. Ah, oh, fuck. Ja, dann kaufe ich halt Dünger. Biodünger. Uiuiui, das kostet mich gleich hier diese, wie heißen die? Ja, dieses extra Geld. Da kaufe ich immer mal diesen günstigsten. Kaufen. Zum Acker. So. Da. Genau, Steinbruch. Steine klopfen. Aktuelle Lagerstufe Stein 1. Dein Steinlager ist brechend voll. Du besitzt, benötigst für den Ausbau Stufe 2. Dann werde ich den mal ausbauen, wenn ich hier alles habe. Das dauert 10 Minuten. Gegen 1 Coins kannst du es sofort beenden. Nein, das mache ich jetzt nicht. Genau. Carpi Farm, da ist übrigens immer dieser Hahn, der mich eben auch begrüßt hat. Immer dieses Symbol, Logo. Hier komme ich jetzt zum zweiten Feld.
was ist das denn hier? Ah, hier kann ich Hühnerstall, Schafweide, Hundehütte, was hier alles gibt. Gänsestall, Ziegenstall, Pferdestall, alles Ställe. Straußenstall, Hasenstall, Kuhstall, Katzenhaus. Oh, Katzenhaus, kein Katzenstall. Perlhuhnstall, Ententeich. Oh, Eselkoppel, Lamastall, Büffelstall und Elchstall. Okay, alles klar. Hier, genau, der ist in Arbeit. Beim Brunnen hier. Aktuelle Lagestufe, wie viel Wasser möchtest du schöpfen? Okay, da fehlen mir jetzt ein paar Sachen. Das kann ich nicht ausbauen. Was ist hier bei Hackklotz hacken? Wie viel Holz möchtest du hacken? Jo, dann will ich es einfach mal erfülle alle Aufgaben. Okay, egal. Dann gehe ich zurück zu meiner Farm. Ja, ich will die jetzt nicht bestätigen. Das dauert hier noch ein wenig. Kann ich das nicht irgendwie... Achso, jetzt könnte ich hier diesen verkürzen. Oh, dann mache ich das mal für 10 Minuten. Dann wird das verkürzt, dann wachsen die schneller. Hier, die Radieschen kann ich schon ernten, die Kartoffeln brauchen ein bisschen länger. Ah, das stand hier bestimmt auch dabei. Wie lange die brauchen? Genau, die brauchen 12 Minuten und die brauchen 6 Minuten. Da würde ich ja hier ewig sitzen. So, das kann ich alles, die sind auch fertig. Dann werde ich die natürlich gleich mal wieder verkaufen. Uiuh, wie viel wollen die denn? Da muss ich ja noch mehr anpflanzen. Nein, will ich nicht. Ich wollte das Fenster schließen. Dann gehe ich wieder in den Shop. Gemüse. Radieschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine Reihe komplett und eine Reihe Kartoffeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dann wird das alles gewässert. So. Dann noch gedüngt. Wahrscheinlich habe ich gleich keinen Dünger mehr. Aber das ist mir jetzt egal. So. Ernte, 3 Minuten dauert das noch. Okay, alles klar. Ah, nee, ich habe diesen... Oder? Doch, ich habe doch diesen Beschleuniger. Oh, jetzt kostet mich auch ein Coin. Mann, das war nur einmal umsonst. Schade. 15 Kartoffeln. Ich habe 3 im Lager. Karotten, Erbsen. Okay, ich glaube, ich muss noch mehr Kartoffeln anpflanzen. 15. Ich habe jetzt 7 und habe wie viel im Lager? 3. Das heißt, ich brauche noch 5. Gehe in meinen Shop und kaufe Kartoffeln. 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Das reicht. 1, 2, 3, 4, 5. Dann 2, 3, 4, 5. Nochmal gedüngt. Nein, möchte ich jetzt nicht. So, Sepp. Wer ist denn das hier? Sepp, stündlich oder schneller. Quests erfüllen und Punkte sammeln. Quest Nummer 1. Oh, die habe schon abgeschlossen. Glückwunsch, deine Belohnung 3 Punkte. Oh, selbst die zweite Quest habe ich schon abgeschlossen. Ja. Das hätte ich vielleicht mal vorher anklicken sollen, nicht erst jetzt. Das habe ich ein bisschen verpeilt. Aber nein, das kann ja mal passieren. Hier Level Up, da kann ich, glaube ich, auch schon wieder Level aufsteigen. Oder? Genau, das habe ich alles. Dann Level Up. Jetzt freigeschaltet. Karotten und ein Coin als Geschenk. Dann werde ich doch nochmal gleich Karotten anpflanzen. Die dauern nämlich gleich etwas länger. So, die wollten nämlich die einen Kunden auch haben. Das habe ich gesehen. So, dann wird das alles hier schön noch gegossen. Gedüngt wird jetzt nicht. Die wachsen auch so. Das dauert nämlich sonst so lang. Ich habe nämlich sowieso keinen Dünger mehr, besser gesagt. Wähle das aktuelle Saatgut ab, um etwas anderes zu pflanzen. Aha. Gut zu wissen. Aber ich will jetzt nichts anderes pflanzen. Karotte. Ach, Erbsen. Aber Erbsen habe ich noch gar nicht. Da muss ich, glaube ich, auch erst noch ins nächste Level aufsteigen. Ja, genau. Die kommen dann hier ab Level 3. Ich bin jetzt Level 2. Mal gucken, was hier oben noch gibt. Im Shop, da will ich mich doch nochmal erkundigen, was Klee, okay, alles mögliche an Getreiden. Biodünger kann ich hier kaufen. Obst, was kriegt man als erstes? Ein Apfel, Pflaume, Birne, Kirsche. Also einen richtigen Obstkorb bekommt man hier. Kräuter, da gibt es natürlich auch alles mögliche. Pilze, ich mag keine Pilze. Blumen waren das, genau. Kaya, Tulpe, Waldmeister, okay, Waldmeister hört sich gut an. Kann man vielleicht Waldmeister Wackelpudding draus machen? Huhn, genau, das sind andere Tiere. Huhn, Schaf, Hund, Schwein, Kamel, Gans. Da kann man nachher auch diese ganzen Ställe für kaufen. Und dann gibt es noch das entsprechende Futter dazu. Hier kann ich jetzt ein Holzbett. Nein, ich habe zu wenig Geld. Das könnte ich mir theoretisch holen. Für mein, wie hieß das nochmal? Ah, hier Ziergärten. Kann ich hier schon irgendwas holen? Ah, aber ich habe den Ziergarten noch nicht freigeschaltet, weil mir diese Puzzleteile fehlen. Gelbe Tulpen, Gewässer, hier kann ich auch Flüsse machen und Seen, Bäume pflanzen, Zierobjekte kaufen.
So, Lager. Was gibt's denn da? Ach so, da war ich ja eben. Nee, da war ich nicht eben. Aber hier sehe ich Lagerkapazität 3 von 300. Nächste Ausbaustufe 400. Kosten Holz 50, Kosten Stein 50, Kosten Kapitaler 200. Die hätte ich, aber mir fehlt das andere. Das ist natürlich doof. Ach, hier gibt es noch Tierprodukte. Hühnerei, Schafwolle. Ah, das kann ich also dann alles. Man kann nicht nur Pflanzen sehen und ernten, sondern man kann auch von den Tieren daraus ja, die Produkte verkaufen. Also zum Beispiel ein Ei, was natürlich vom Huhn kommt. Oder hier Schafwolle vom Schaf. Alles ganz cool gemacht, finde ich. Hier kann man Nachrichten schreiben und lesen, Hilfe. Ja, genau, hier kann man auch, wenn man unbedingt Geld ausgeben möchte, kann man natürlich auch Sachen kaufen. Für richtiges Geld. Glückskarten. Die kriege ich erst ab Stufe 9. Hier finde ich die Rangliste. Die mache ich da mal kurz auf. Ja, super. Ich habe jetzt gerade mal eine Quest. Wo bin ich? Achtung. Oh, 33.765. Das ist ja echt super. Genau, ihr könnt mich, hier kann man übrigens auch Freunde adden. Und natürlich, wenn ihr jetzt Lust habt, vielleicht mich als Nachbarn zu haben, was ich ganz nett finden würde, dann könnt ihr mich natürlich auch gerne adden. Wenn nicht, dann lasst es einfach sein. Und ja. Dann kann ich hier das Spiel noch verlassen, das möchte ich jetzt aber noch nicht. Genau, die Quest dauert noch ein paar Minuten. Jetzt kann ich hier noch die Radieschen ernten. Zack, und die ein. Oh nee, die Kartoffeln kann ich ja nicht ernten. Aber kann ich die Radieschen schon verkaufen? Nein, da fehlen mir noch zu viel. Und Karotten, da sind auch noch nicht fertig. So, ich werde jetzt aber noch ein paar Dinge anpflanzen, damit die gedeihen können, währenddem ich dann sozusagen im Urlaub bin und nicht mehr auf meinen Acker aufpasse. Ah, ich werde jetzt nur Karotten. Nur Karotten mache ich jetzt. Alles für die Hasen. So. Mein ganzen Acker voller Karotten. Da werde ich jetzt noch alles gießen natürlich. Dünger werde ich jetzt nicht benutzen, weil ich habe ja auch keinen mehr, glaube ich. Da muss ich dann erst wieder einen neuen kaufen. Dafür sind mir meine Coins zu wertvoll. Ja. So, gut. Dann habe ich das gemacht. Und dann könnte ich jetzt eigentlich in Feierabend gehen. Wenn euch dieses coole Spiel gefallen hat, dann ja, müsst ihr, also wenn ihr Capy-Farben spielen möchtet und vielleicht auch mein Nachbar werden möchtet, dann müsst ihr einfach hier unten auf den Button drücken und dann könnt ihr dieses Spiel, müsst ihr euch natürlich nur noch registrieren und könnt es direkt spielen. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen, eure Miri. Und nicht vergessen, liked uns auf Facebook.